können alle drei gleichzeitig. Kennst du das? Die Klatschspiele, die wir gemacht haben, oder in der Schule gemacht haben? Ah, ist doch ein guter Anfang gewesen, sehr synchron. Herzlich willkommen, Juri. Dankeschön. Juri Senft oder Juri Raphael Senft. Wir sind heute hier bei der 7. Folge von Zalona TikTok mit dem Schauspieler, oder du bist Schauspieler, Juri. Genau. Wir kennen uns von der Internationalen Akademie Filmschauspiel, also da, wo wir alle abgeschlossen haben, du vor 3 Jahren. Und wir jetzt gerade, oder sind jetzt gerade im Prozess, du bist seit 3 Jahren auf dem deutschen Markt. Mhm. Und ja, wir müssen jetzt nicht direkt mit über Schauspiel reden, wir hatten ja gerade hier ein wunderschönes Thema über Veganismus und alles, was dazugehört. Ja, wollen wir da wieder einsteigen oder ist es dann doch zu shocking? Ne, können wir machen. Genau, wir waren da, dass du gesagt hast, du hast uns eine Dokumentation empfohlen. Vielleicht kannst du die auch nochmal sagen. Ja, ich habe über die Dokumentation Dominion geredet. Dominion wird besprochen von Joaquin Phoenix und Rooney Mara unter anderem. Ich weiß nicht, erinnere euch bestimmt an die Oscar-Rede von Joaquin Phoenix letztes Jahr, wo er seinen Oscar entgegengenommen hat für den besten Schauspieler und die Rede eigentlich, sag ich mal, so 70% daraus bestand, was passiert, damit man sich morgens Milch in den Kaffee machen kann, was alles passieren muss, bis die Milch wirklich bei uns in der Packung ist und das nichts mit Tierwohl und Tierfreundlichkeit zu tun hat. Naja, Dominion ist eine Dokumentation, die über Zustände in der Tierzucht und in Schlachtereien aufklärt und sehr, sag ich mal, gnadenlos zeigt, durch was für Phasen die Tiere, Hühner, Schweine, Kühe, Pferde, Puten, gehen müssen. Vom Züchter über den LKW, über die Rampe, durch die Zwischenlager in den Schlachthäusern, wenn sie dann nur noch einzeln auf dem Band kommen, der Bolzenschuss in den Kopf, der meistens nicht klappt, und dann das Kehle aufschlitzen und an die Decke mit dem Haken hängen. Und die Filmemacher haben, es gab 2003 schon mal eine Dokumentation, auch besprochen von Joaquin Phoenix, nur von ihm, oder 2000, ich bin mir nicht sicher, die hieß Earthlings. Und die wurde, die hat hauptsächlich bestanden aus Material, was mit versteckter Kamera gefilmt wurde. Also in Jacken. Oh, ja, stimmt. Oder eben versteckten Kameras. Aber die Qualität war, sag ich mal, noch ein bisschen geringer. Und bei Dominion hat sich halt ein ganzes Filmteam zur Aufgabe gemacht, in sehr vielen Schlachthäusern und in den größten Tierzuchthäusern Australiens Kameras und sehr gute Kameras aufzustellen. Aber also es ist keine Wackelkamera mehr, es hat Top-Qualität, viel Drohnen-Footage wird verwendet, weil die haben halt... I love the Drohnen-Footage. Die haben halt versucht, wie können wir Material sammeln. Ja. Natürlich war das illegal, da einzubrechen und die Kameras zu verstecken. Ach was, dann, die haben die... Also es war... Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja das Krasse, die Schlachthöfe und weiß ich was, die lassen das ja... Null zu. Ja, natürlich. Nein, alles hat, natürlich ich verstehe es so, aber es ist eigentlich schon krass, wenn jemand das schon ablehnt, zeigt es eigentlich schon, dass es stecken ist. Genau. Naja, die Industrie ist halt eine Industrie, die Geld macht, extrem viel Geld, eine Profitindustrie. Und wenn man dem Konsumenten zeigt, das, was dem Tier eigentlich passiert und durch was das gehen muss, können einige Konsumenten sagen, okay, nein, wir wollen das nicht mehr. Es ist so abschreckend, weil sie halt wirklich sehen, was dahinter steckt. Ja. Sie kriegen nur das Endprodukt auf dem Teller, sage ich mal, wo man sagt, okay, das ist das Schwein, das ist das Steak, das kenne ich. Und so ist es. Und dann wird halt einfach mal ein bisschen gezeigt, wie das wirklich dazu kommt. Beziehungsweise, also ich meine, mal diese schönen Bilder an auf der Fleischpackung. Ja, eben. Guck dir das an. Eine Wiese, ein Tier, richtig schön, vielleicht noch ein kleines nebendran. Es ist wunderschön. Ja, es wird halt richtig in Szene gesetzt, dass es halt so das Gehirn dann irgendwie so sagt, oder für das Gehirn symbolisiert wird. Ja, es ist gut. Dem Tier ging es gut. Ja, genau. Bullshit. Aber ich glaube, was noch der viel größere Schritt ist, dass das Fleisch vom Tier, wie sagt man? Separiert? Separiert wird. Also wenn man das Steak sieht, oder wenn man auch die Sushi-Rolle sieht, oder wenn man ein schönes Stück Lachs sieht, denkt man nicht an das Tier. Ja. Man denkt an das Fleisch und an den Geschmack. Ja. Das ist auch, ich hatte früher, konnte ich,
Also es gibt ja diese halben Hähnchen zum Beispiel, die man essen kann irgendwo. Früher konnte ich das nicht, also früher habe ich das nicht gegessen, weil ich fand das so ekelhaft so. Mhm. Und das ist eigentlich krass, dass es dann, irgendwann habe ich es dann doch gegessen, so, weil es ist halt so, wenn man dann das irgendwo essen geht und dann neben das, nimmt man das dann mal und dann ist es ja schon irgendwie lecker, weil du hast halt so eine fettige Soße und es ist also Soße und es ist dann knusprig gebraten, frittiert mit Fett und allem. Und das ist dann halt doch lecker, aber es ist krass so, wenn man dann als Kind das trotzdem mal so ein bisschen dann das sieht, denkt man das erste Mal, also für mich war das damals so das erste Mal, wo ich so drüber nachgedacht habe, so, das ist ja tatsächlich ein halbes Huhn so. Mhm. Und das ist, ja, aber das, ich meine, da geht man weg, man will es ja nicht dran denken. Das ist ja richtig auch so, oder mal dieses Konzept Wurst überdenken. Ja, da wird halt das Tier genommen und in seinen eigenen Arsch gesteckt, so wieder. Das ist doch auch so pervers und wie wir als Kinder dann und dann auch eigentlich schon drauf getrimmt werden, so an der Fleischtheke immer so dieses, ja, magst du ein Stück Gelbwurst? Salami und so. Oder so. Ja, oder sowas. Ja. Weißt du, das fängt ja schon in ganz jungen Jahren an. Ja, absolut. Und die Aufklärung muss halt irgendwo herkommen, die muss halt, es muss Bewusstsein dafür geschafft werden. Und ich glaube, das wurde halt wahrscheinlich erst so in den letzten 10 Jahren wirklich richtig aktiv gemacht. Das ist auch so sich richtig global verbreitet, also auch dies durch die Globalisierung halt. Dass so, du oder? Meinst, das... Dass so richtig aktiv Bewusstsein dafür geschafft wird, so Leute, das ist echt scheiße, was wir tun. Das ist erstens für unseren Planeten scheiße auch. Mhm. Also klar ist mal primär das Tier, aber auch den Planeten, ich meine die ganzen CO2-Sachen, die damit irgendwie in Verbindung stehen, die Regenwälder, die dafür abgeholzt werden. Mhm. Das ist ja ein riesen Planetgeficke, was da halt vorgeht. Absolut. Ich glaube, dass das Wissen darüber, dass es das schon länger gibt, aber natürlich die Industrie, die Fleischindustrie, Milch- und Eierindustrie ist eine sehr starke und auch eine sehr große. Und es gibt ja Studien, die dann zum Beispiel sagen, Fleisch ist sehr gesund, von Fleisch werden Männer stärker, Männer brauchen Fleisch, um Muskeln aufzubauen. Und Studie gesponsert bei Wienerwald. Ich glaube, durch viel Missinformation und durch Halbinformation wurde halt ein Bild geschaffen, dass das Fleisch vom Tier separiert so ein bisschen. Und worauf wollte ich hinaus? Dass man nicht mehr das Produkt sieht, sondern das Tier, dass das dass man es halt abtrennt. Also es wird praktisch enttiert, also wie ein menschlich enttiert. Genau. Ich glaube halt, das Bewusstsein, was du gesagt hast, dass es in den letzten 10 Jahren gekommen ist, es ist halt populärer geworden. Oder so. Genau, ja. weil vielleicht einige Menschen oder Menschen etwas empathischer Tieren gegenüber geworden sind oder die einen Hund zu Hause hatten und sich gefragt haben, ich habe so eine tolle Beziehung zu meinem Hund, ich liebe meinen Hund. Viele Menschen nehmen ihren Hund mit ins Bett, die nehmen ihre Katze mit ins Bett, schlafen mit denen. Wenn ich das Tier lieben kann und wenn mir das Tier so viel Liebe zurückgeben kann, wieso schlachte ich dann eigentlich das andere? Ja. Und wieso esse ich das andere? Was ist das für eine Logik? Und dann verurteilen wir die Teile von China, die Hunde essen. Wie könnt ihr Hunde essen? Ja, und die gucken uns an und dann zum Beispiel wiederum die Moslems greifen sich in den Kopf, weil wir Schweine en masse essen. Ja, die Hindis wie Kühe, wie könnt ihr das essen? Genau, also ist es das, was man für ein Tier empfinden kann und was das Tier einem zurückgeben kann, zählt für alle Tiere, die es gibt. Ja. Es gibt zum Beispiel wunderbare, ich gebe ein Instagrammer, kann ich mir direkt einen Shoutout machen, Mustache Farmer heißt der auf Instagram und das ist ein Dude, keine Ahnung, so Mitte 30, der hat einen Gnadenhof und rettet Kühe vor der Schlachtung. Zum Beispiel in der Milchindustrie, wenn da Kälber geboren werden, bevor eine Kuh Milch gibt, muss sie ein Kalb gebären. Ja. Wenn es ein männliches Kalb ist, ist sie für die Milchindustrie wertlos und kommt zum Schlachter und wird zu Kalbsfleisch verarbeitet. Und diese männlichen Kälbchen, die kann man dann eben retten. Also ein Tier aufzuziehen, so ein großes Tier kostet natürlich extrem viel Geld für Futter und für Freilauf, was weiß ich. Aber das ist ein Wegwerfprodukt der Fleischindustrie. Bei den weiblichen Kälbchen ist es so, dass die so lange gehalten werden, bis sie eben geschwängert werden können, bis sie geschlechtsreif sind. Dann geben sie Milch und dann sind sie 7 Jahre in diesem Todeszirkel drin, in diesem, sag ich mal, Sklavendasein, was es ja schon ist, denn die Befruchtung von Kühen findet ja nicht mehr durch einen Bullen statt,
sondern es wird künstlich, halt künstlich befruchtet. Ja, genau. Und das passiert so, dass man der Kuh die Faust in den Arsch schiebt, sodass sich die Vulva öffnet und dann wird mit einem Metallstab der Bullensamen direkt eingepflanzt. Ja, also die werden vergewaltigt einfach, ihr ganzes Leben lang auch so. Richtig, solange, richtig. Solange ein, also wenn ein Kalb dann geboren wird, ist, dann wird es ja gleich weitergemacht, dass ihr richtig Milch weitergibt und halt Kälber gebärt. So. Ja, ja, und das ist so. Und das ist, und Entschuldigung die Sprache, aber das ist, glaube ich, Joaquin Phoenix ist der Erste, der jetzt für die wirklich die Massen das Kind beim Namen genannt hat, indem er das gesagt hat. Das passiert, damit wir Milch trinken können. Die damit Plattform wir genutzt hat, ja. Richtig, absolut. Naja, und dieser Musterschwammer auf jeden Fall, der hat halt männliche Kühe gerettet und auch weibliche Kühe, die zu alt waren. Zum Beispiel nach Kühe können normalerweise, ich glaube, bis zu 24 Jahre leben. Ja. Aber in der Milchindustrie geben sie nach 7 Jahren oder 8 Jahren schon nicht mehr genug Milch und werden geschlachtet. Notschlachten. Ja. Und diese Kühe kann man eben retten und er hat halt eine Farm voller Kühe. Und was der für eine Beziehung zu seinen Kühen hat, für eine liebevolle und spielerische Beziehung, der spielt mit denen Ball, der kuschelt mit denen, der macht Picknick mit denen und füttert die. Das ist so süß. Ja. Oh mein. Richtig, immer wenn das im Feed kommt, freut man sich ganz kurz, dass es auch Menschen gibt, die mit anderen Tieren, sag ich mal, so liebevolle Beziehungen haben können. Naja. Ich habe selber auch einen Hund und einen kleinen Dackel-Pinscher-Mischling. Und genau. Und daher weiß ich, was, sag ich mal, Tiere, wie Tiere dein Leben bereichern. Das ist so. Mit Lebensfreude, mit Aufmerksamkeit oder eben auch, wenn sie einen zum Spielen auffordern, aufmuntern wollen, wenn man gerade vielleicht ein bisschen down ist oder schlechte Laune hat. Ja. Tiere haben ein sehr feines Gespür für ihre Menschen. Das ist so, sehr sensibel und auch sehr. Tiere, die sind immer ehrlich so. Die können das gar nicht sein. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Hund siehst, ein Hund will dir gefallen, so. Das ist, ist ein Tier, das dir gefallen will. Das ist so ein Hund an sich, will nichts Böses. Und das finde ich dann auch immer schade, wenn jetzt zum Beispiel halt eben, es gibt ja Rassen, die man nicht haben darf. So eben diese, wie heißen die Dingshunde? Listenhunde? Ja, also was genau, eben die Kampfhunde meinst du? Genau, ja. Kampfhunde, so, die man nicht halten darf. Und das finde ich dann so schade, weil es im Endeffekt. Dadurch ist es auch in der Industrie dann so, dass die Leute, die kommen dann illegal hin und wer kauft sich dann so einen Listenhund oder so einen Kampfhund? Leute, die halt nicht wissen, wie sie mit einem Hund umgehen und halt nur so einen Hund wollen, weil er halt es ist ein gefährlich, Kampfhund. Gefährlich, ja. Genau. Und was sind das denn für Hunde alle? So also Pitbull sind richtig ja nicht viel. Es sind richtig, so. Doch auch. Ja, bestimmte also, Rassen oder? Eben Pitbull, Rottweiler, Cane Corso, also es sind irrsinnig viele Hunde. Also ich glaube, in NRW sind es 18 oder 20 Hunde. Aber also die darfst du per se nicht haben oder einfach nur unter Auflagen? Hundeführerschein. Okay. Gibt es also, für einige Hunde gibt es einen Hundeführerschein. Genau. Für die größeren, aber für die, sag ich mal, ganz gefährlichen, dann ja, brauchst du, glaub, genau. Einen Hund. Togo Argentino und so, ich glaube, die darfst du gar nicht haben, wenn ich mich nicht täusche. Also es kommt auch drauf an, wo. Weil an gewissen Orten darfst du die gar nicht haben, außer du ziehst da hin und hast den Hund vorhin, glaube ich, schon gehabt. Obwohl, da kann es auch sein, dass wenn irgendwie nur ein bisschen was ist, dass sie den dann halt direkt ins Tierheim schicken und im Tierheim ist es da. Ja. Im Tierheim haben sie irgendwann keinen Platz mehr und dann stirbt er. Weil sie, das ist auch, Tierheime haben zu wenig Geld, sie haben zu wenig Platz, es gibt so viele Hunde, die können die gar nicht alle retten, dadurch müssen die Hunde dann töten, das Tierheim an sich, damit sie wieder Platz haben für andere Hunde. Jetzt habe ich eine Frage, was, also auch auf dem Gnadenhof, was machen die mit den Kadavern, also mit den gestorbenen Tieren, werden die verbrannt oder vergraben oder verwertet? Das ist eine gute Frage, verwertet nicht. Ja eben. Auf gar keinen Fall, also das kann ich mir sehr schwer vorstellen, also es gibt viele, es gibt gerade in den Staaten oder auch in England und in Australien, wo die vegane Kultur schon etwas weiter verbreitet ist als hier, gibt es mehr Gnadenhöfe. Und ich glaube, es sterben auch einfach nicht so viele Tiere, weil die Lebenserwartung von Tieren ist natürlich unter besseren Bedingungen viel höher. Klar. Und zum Beispiel Schweine können auch über 20 Jahre alt werden. Ich wollte mal ein Hausschwein haben. Wenn sie in guten Bedingungen leben. Ja. Also, das ist mal eine interessante Frage. Ich glaube aber, dass sie vergraben werden. Weil gerade die, sag ich mal, Menschen, die einen Gnadenhof haben oder auch einen gründen wollen, tun das ja aus Tierliebe.
Ja, und klar. Und tun das ja, weil sie den Tieren eine zweite Chance geben möchten. Oder die sind ja auch meistens chronisch unterfinanziert, diese ganzen Einrichtungen. Absolut. Ich habe so einen bei mir in der Nähe, der heißt Gut Eiderbichel. Und da sind viele verschiedene Tiere, also auch sehr viele Kühe natürlich. Und aber auch Lamas und Schaf und Hühner, alles Mögliche. Und die sind auch wirklich jedes Mal kurz vorm Bankrott, wenn die werden. Es ist traurig. Ja, weil das ist jedes Tier haben. Auch die dürfen den Hund ja nicht verkaufen, deshalb muss man das dann mit einer freien Spende sozusagen machen. Ja, wo ja. Sie halt dann meistens sagen, eine freie Spende in der Summe wäre gut, weil dann hätten wir wenigstens die Kosten gedeckt. Ah, okay. Das ist auch richtig krass. Und das sind viele Leute, die in Tierheimen arbeiten, sind halt Leute, die auch zum Beispiel aus dem Gefängnis dann halt irgendwie grundsätzlich Leute, die Sozialstunden leisten müssen und so, was eigentlich so finde ich... Oder ehrenamtlich. Genau, oder ja, ehrenamtlich. Und das ist, aber das sind die wenigsten wahrscheinlich, oder? Es gibt schon... Also ja, klar, es gibt viele so, aber ich meine, In Deutschland sind 1% der Bevölkerung Veganer. Vielleicht sind das die in Tierheimen arbeiten. Zu wenig. Ja. vielleicht. Weißt du was? Ich mache ab nächster Woche, für 4 Wochen, ernähre ich mich einfach mal vegan. Ich habe jetzt noch Essen zu Hause, ich kann das jetzt Wir haben es auf Video. Ja, ab nächster Woche Montag, 4 Wochen. 100 Tage, Shane? Werden es wieder 100 Tage? Wenn die 4 Wochen gut sind, also ich probiere das jetzt mal 4 Wochen aus. Weil irgendwie, ich fühle mich echt schlecht gerade. Ich fühle mich echt schlecht. Ich pfeife nachher einen Burger. Es gibt eine 22-Day-Challenge, heißt die. Ja? Die ist kostenlos. Man kann sich ganz einfach anmelden im Internet. Und für jeden Tag machen die halt unkomplizierte Rezeptvorschläge, um die Umstellung auf die vegane Ernährung einfach zu machen, die nicht viel kosten, aber wo man auch den Tagesbedarf an Kalorien abdeckt. Ja. Und wo man auch, wo die darauf achten, dass man alle Vitamine, alle Mineralien und alle Stoffe, die der Körper sonst so braucht, braucht. Also ein Ernährungsplan oder nur Rezepte? Also weil Nee, die Rezepte sind vorgeschlagen, aber die sind anhand eines Ernährungsplanes aufgestellt worden. Okay. Dass man nicht sagen kann, an dem und dem Tag habe ich zu wenig Eisen zu mir genommen oder zu wenig Proteine allgemein in der ganzen Woche, sondern die haben halt bei den Rezepten schon darauf geachtet, dass man alles in genügend Summen bekommt. Okay. Wie heißt denn diese 22-Day Challenge. Okay, gut. Ja. Und nimmst du, also du hast vorhin gemeint, du nimmst gar nichts vitaminmäßig oder so zu dir, weil das ist so dieses Klassische, was ich jetzt halt auch als Bild habe. Vitamin B. So. Ja, Vitamin B12. Genau, B12. Ja, muss man zu sich nehmen, oder? Genau. Machst du? Ja, nehme ich Tropfen. Okay. Nehme ich so alle 3 Tage, mache ich mir das in so einen Ingwer-Shot oder so Ingwer-Rote-Bete-Shot. Mache ich mir dann 5 Tropfen oder so rein. Ja. Und das ist ein ganz einfaches Substitut. Tiere, die man, also Fleisch, was man im Supermarkt kauft oder Fleisch, was man allgemein kaufen kann, es sei denn, es ist vom Hof gekauft, ist sowieso mit Vitamin B12 substituiert. Ja. Also Schweine, Hühner und Kühe bekommen das auch substituiert. Ja. Weil B12 ist, ich will mich jetzt nicht versprechen, ist ja ein nicht eine Bakterie, sondern... eine Base? Nee. Nein. Die im Boden auf jeden Fall kochen. Im Boden, in Dreck. Am Mineral. Also Mikroorganismen tatsächlich, oder? Irgendwie sowas. Irgendwie. Und im Grundwasser. Und wenn Tiere, Kühe auf der Weide weiden, nehmen sie dieses Vitamin B12 zu sich. Genau, solange sie das aber nicht machen. Genau, muss es substituiert werden. Genau, und dann wird es einfach ins Essen mit reingemischt. Genau, ich das mache. Genau, und im Endeffekt hast du das dann genauso. Genau. Nur dass du es halt auf dem direkten Weg nimmst. So. Manu geht jetzt dann auf die Wiese, wenn er das Gefühl hat, er braucht ein bisschen Vitamin. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich bin auch kein Experte im Ernährungsbereich und auch nicht im veganen Ernährungsbereich. Also wenn man die exakten Zahlen möchte und auch die exakten Werte haben möchte, was muss ich zu mir nehmen, was ist Vitamin B12, dann kann man das sehr gut herausfinden. Okay. Ein sehr guter veganer Aktivist zum Beispiel, der auch extrem gebildet ist auf dem Level Ernährung, ist Earthling Ed zum Beispiel. Ja. Das ist so der prominenteste. Auch sehr angenehm, sehr ruhig immer und sehr belesen, was zum Beispiel auch die neuesten Studien angeht, von den großen Universitäten der Welt, die wir haben, was Ernährung angeht. Und ein Aktivist, der ein bisschen, sag ich mal, zugänglicher ist für Männer, würde ich sagen, ist Joey Carbstrong. Das ist ein Australier
Und sein Form der Aktivismus ist ein bisschen brutaler, radikal. Ja, ein bisschen radikaler. Okay. Und der sagt die Dinge gerne so, wie sie sind, wenn er Aktivismus auf der Straße betreibt oder was weiß ich, oder eben seine Videos macht. Aber auf dem wissenschaftlichen und ernährungswissenschaftlichen Bereich ist Earthling Ed wirklich eine sehr gute Quelle. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, zum Beispiel Miley Cyrus ist nicht mehr vegan. Sie hat gesagt, mein Gehirn funktioniert nicht mehr gut, ich muss wieder Fisch essen. Okay. Und Earthling Ed hat dazu ein Video gemacht, woher Omega-3-Fettsäuren eigentlich kommen, warum diese Aussage nicht richtig ist, und aber eben basierend auf wissenschaftlichen Studien, die kürzlich rausgekommen sind. Das ist sehr gut, wenn es halt irgendwie fundiert ist und wenn du eine Quelle hast, wo du weißt, es stimmt auch, weil es sind zu viele Informationen draußen. Jeder erzählt irgendwas. Absolut. Und deswegen will ich auch gleich sagen, ich bin kein Profi auf dem Level. Und, ja gut, aber ich meine, du hast ja, sag mal, so ein Wissen angeeignet, dass man sagen könnte, okay, er weiß ungefähr, wovon er redet. Ja, ungefähr, genau. Aber du bist Schauspieler. Finden wir den Bogen wieder dazu jetzt direkt zum Schauspiel. Das du hauptsächlich auch, du bist jetzt mit der Schule fertig. Ja. Jetzt fängst du an mit Castings bewerben und weiß nicht was. Vielleicht mal direkt dazu, wie hast du jetzt zum Beispiel an der Agentur, wie bist du da rangekommen oder wie würdest du jemandem empfehlen, der eine Agentur will, sich da zu bewerben? Einfach E-Mail hinschreiben oder? Also das Thema Agentur ist für diejenigen, die gerade die Schauspielschule beenden, ein schwieriges Thema. Weil auch ich in meinem letzten Jahr erinnere mich daran, dass die Dozenten und die Lehrer gesagt haben, ja, als nächstes Agentur, 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 Agentur. Und man fokussiert sich so sehr auf die Agentur, dass man alles drumherum vergisst. Aber ein Satz ist wichtig. Besser keine Agentur als eine schlechte Agentur. Ja. Das ist schon mal gut zu wissen. Eine Agentur zu bekommen kann, keine Ahnung, 5 Jahre dauern, kann 2 Jahre dauern, kann 7 Jahre dauern. Oder eben auch nur 3 Monate. Man kann in der Zeit aber schon so viel anderes machen. Man kann in der Zeit sogar schon arbeiten, sogar schon drehen. Aber man hat sich eben noch nicht für eine Agentur entschieden oder noch nicht die richtige gefunden. Wenn man sich bewirbt, würde ich, das ist mein Weg, vorher anrufen und fragen, ob man sich bewerben darf. Das bevorzugen, glaube ich, auch die meisten Agenturen. Ja. Weil einfach... Ist auch persönlicher und da kommt die E-Mail dann wahrscheinlich auch eher an den Mann, spart man sich auch viel Zeit, weil wenn man einfach E-Mails rausschickt, vielleicht ist tatsächlich so, dass da vieles gar nicht gelesen wird. Ja, richtig, man steht ja schon Bewerbung Schauspieler und an einem stressigen Tag bei einer Agentur, wo viel los ist, wird die Mail einfach sofort im Mülleimer geschoben, weil man keine Zeit dafür hat. Und es geht dann gar nicht darum, dass man den Schauspieler nicht mag oder nicht glaubt, dass der vielleicht gut in die Agentur passen könnte, sondern dass die Agentur keine Zeit hat. Dann ist die Priorität erstmal Jobs an die Leute, die man hat, richtig, zu verteilen. Ja, richtig. Da haben sie auch mehr von, auf jeden Fall. Richtig. Deswegen würde ich, vorher anrufen. Und was ich jetzt auch durch meine Agentin mitbekommen habe, dranbleiben ist sehr wichtig. Weil sie hat zum Beispiel einen Schauspieler aufgenommen, der nicht viel Erfahrung hatte, der hat aber im 3-Monats-Rhythmus für 5 Male hat er angerufen und gefragt, ob er sich bewerben darf, ob es jetzt gerade passt, ob man sich treffen könnte für einen Kaffee, aber nicht auf eine nervige Art und Weise, sondern auf eine freundliche Art und Weise. Und irgendwann hat sie sich halt gedacht, alles klar, der ist, der will, der bleibt dran, der ist freundlich. Ich habe gerade Nachmittag frei, ich treffe mich auf einen Kaffee mit ihm. Das ist auch so tatsächlich einfach, Disziplin, ich sage es auch, die Cojones haben, einfach zu fragen. Richtig. So dumm, wie es ist und halt anständig zu fragen und nicht zu sein, ich will sie treffen, ich will in ihre Agentur, ich suche in der Agentur, helfen sie mir. Ja. Sondern halt wirklich einfach zu sagen, hey, ich habe das, vielleicht haben sie ja mal Zeit oder so, man kann sich mal treffen. Weil im Endeffekt, ich habe das Gefühl, es gibt... Klar, die Industrie hat so seinen Ruf, so. Ja. Und ich meine, das stimmt auch zu einem gewissen Grad, habe ich das Gefühl so. Aber es gibt trotzdem viele Leute, die ein gutes Herz haben und die ja auch in der Industrie arbeiten, weil sie es mögen. Und wenn jemand anständig fragt und raussticht, dann warum dem nicht eine Chance geben? Absolut. Es ist ja auch so, dass zwischen Schauspieler und Agent, dass es eine Zusammenarbeit ist und dass beide Seiten sich gegenseitig verstehen müssen oder für das Gleiche, sag ich mal, kämpfen sollten. Wenn
der Schauspieler jetzt ein Treffen hat, ein Essen oder einen Kaffee trinkt mit dem Agenten oder der Agentin und der Schauspieler findet die Person aber total ätzend und kann die eigentlich nicht leiden. Hm. Und der Agent sagt, das war doch ein super Treffen, ich könnte mir eine Zusammenarbeit gut vorstellen. weiß ich nicht, ob das die beste Voraussetzung ist für eine Zusammenarbeit. Weil wenn die Vorstellungen, was den Weg in die Branche zum Beispiel angeht, ganz andere sind, ist es, glaube ich, nicht die richtige Agentur. Deswegen kostet es Zeit, die richtige Agentur zu finden. Du vertraust deiner Agentur auch sehr, sehr einen großen Teil deiner Karriere an, in dem Sinne. Oder habe ich da ein falsches Bild? Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Agenten zum Beispiel... Also du formst deine Karriere mehr als deine Agentur. Ja. Das steht fest. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich, weißt du, vielleicht die Türen, die sich öffnen, werden dir von der Agentur je nachdem gegeben. Und dadurch, wenn sie dich als einen Typ sehen, als den du dich vielleicht nicht verkaufen willst, mhm, und sie dir aber nur diese Jobs geben, weil sie dich in der Agentur vielleicht als das abgespeichert haben oder so verkaufen, vermarkten, mhm, wollen, mhm, ist es vielleicht so, dass du dann in einen anderen, vielleicht in einen anderen Bereich gehst oder denkst du, nee, das ist schon, das bespricht man eigentlich schon klar und sobald das nicht ist. Ja, also eine Agentur kann natürlich Empfehlungen machen. Ja. Ich empfehle dir, diesen Job anzunehmen, weil der Regisseur oder die Produktionsfirma, bla bla bla. Aber die Agentur gibt dir ja keine Jobs, sondern den Job kriegst du ja über die Casterin von, ja, der Produktionsfirma. Und die Casterin hat dich vielleicht in dieser Rolle gesehen oder in diesem Format oder in diesem Typ eben und könnte sich das vorstellen. Und dann ist es an dem Agenten, ja, zu sagen, passt das überhaupt für meinen Schauspieler? Aber auch so rufmäßig, ich meine, viele Agenten versuchen ja auch wirklich das Beste natürlich aus ihrem Schauspieler, aus ihrem Klienten dann rauszuholen. Und ist dann so, dass man wirklich auch viel schaut, so okay, ja, wie dienlich ist es? Also, dass du dann wirklich sagst, okay, auch wenn das Projekt jetzt vielleicht nicht so toll ist oder so, aber es könnte halt deine Karriere wirklich boosten. Also, ja, hast du dann oft auch, so, oder ist es sehr üblich, dass man dann sowas auch hat und du dann wirklich in diesem Zwiesterball bist, wo du sagst, okay, vielleicht würde ich den Arthouse-Film lieber machen, ja, aber hier ist, das ist nur ein Beispiel, der Film mit Elias Mbarek, so, also, oder, also was jetzt hier so als Ding steht. Na. Und wie ist es dann so? Bist du dann, also ich meine, hattest du solche Situationen oder bist du oft in solchen Situationen? Oder? Ich glaube, oft bist du nicht in solchen Situationen. Ja, so auf dem ersten Mal. Also das ist ja auch nur eine Beispielsituation. Dann ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, warum man Schauspieler geworden ist, ja, und was, ja, man gerne in der Branche oder im Film zeigen möchte und erreichen möchte. Und dann kann man sich ganz gut entscheiden. Die Agentur, je nachdem wie gut die Agentur ist, gibt eine Empfehlung raus. Aber ich glaube, die wenigsten Agenten sind dann böse auf einen, wenn man sich gegen die Empfehlung entscheidet. Ja. Weil sie sind Künstleragenten oder eine Künstleragentur und repräsentieren Schauspieler, Künstler. Sie sind nicht deine Chefs. Ja, klar. Ja, ja, klar. Und was ich noch hinzufügen wollte, ich glaube, es gibt Agenturen, die sehr gute und enge Beziehungen zu ihren Schauspielern haben. Und es gibt aber auch Agenturen, die sehr professionelle und geschäftliche Beziehungen zu ihren Schauspielern haben. Ja. Wo man nicht zusammen auf Festivals geht oder jetzt auch nicht zum Essen trifft, wenn man in der gleichen Stadt ist und auch über Privates quatscht. Ich glaube, gibt das sowohl das eine als auch das andere. Und ich glaube, da als Schauspieler oder als junger Schauspieler ist es wichtig, auch zu wissen, was für einen Typ Agent möchte ich gerne haben. Möchte ich strikt Business besprechen und auch nur Business? Und ist das eine sehr professionelle Beziehung? Oder muss ich meinen Agenten mögen und der muss auch mich mögen? Privater, ja, Ebene. Ich glaube, das ist auch, ich meine, es ist ja beides legitim und das ist sehr gut, sicher eben auch diesen, ja, Punkt, dass man darauf achtet, weil ich sage jetzt mal viele, wenn man sich selber die richtigen Fragen stellt, eben was man will, in welche Richtung man gehen will, was einem wichtig ist an der Agentur, dann weiß man schon, auf was man achtet, aber diese Fragen stellt man sich vielleicht auch manchmal nicht, einfach weil man unbedingt eine Agentur will, weil man will ja arbeiten, man, absolut, will ja Geld. Absolut. Das ist natürlich auch ein großes Thema, dass da dann die Ungeduld da ist, weil man
Man ist ein junger Schauspieler meistens, kommt von der Schule, hat sowieso finanziell kein Geld, hat keinen Bock mehr, irgendwo in einem Café oder so zu arbeiten. Ja. Und dann ist dieser wie, also war das für dich auch so? Hattest du da auch ein bisschen so, oder warst du, also dass du dir diesen Druck gemacht hast und gesagt hast, oh shit, ich will jetzt eigentlich, ich habe keinen Bock mehr da zu arbeiten? Oder war es für dich so, nee, es dauert, wie lange es auch immer dauert? Phasenweise, also zum Beispiel seit Juli diesen Jahres habe ich keinen Nebenjob mehr. Das ist das erste Mal, seitdem ich 16 bin. Ja. Und das ist das erste Jahr, wo ich von der Arbeit als Schauspieler leben kann. Und das ist okay so. Es braucht Zeit, denn auch selbst wenn man 2 Aufträge oder 3 Aufträge pro Jahr hat, kann man noch nicht davon leben. Weil natürlich ist die Tagesgage hoch. Der Tagessatz bei der Einsteigertagessatz bei den Öffentlich-Rechtlichen liegt bei 850 Euro. Ja. Dann hast du einen Drehtag. Wenn es gut ist, hast du 3, oder wenn es sehr gut ist, hast du 6 Drehtage. Dann zahlst du aber noch relativ viel Steuern. Und dann kannst du davon, je nachdem, einen Monat leben. Miete zahlen, genau. Essen zahlen, ausgehen, ins Kino gehen, was auch immer. Oder 2 Monate. Aber das ist noch nicht dein Lebensunterhalt. Deswegen habe ich bis Juli jetzt noch einen Nebenjob gebraucht. Ich habe auch in Cafés gearbeitet. Ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet an der Theke und habe bei Ikea gearbeitet. Warenfächer, Einräumen. Natürlich hat man da keinen Bock drauf. Und natürlich will man lieber spielen und sich auf Rollen vorbereiten. Aber glaubst du, dass das gerade wichtig ist, diese Erfahrungen? Weil ich meine, du nimmst ja unfassbar viel Eindrücke mit, gerade bei diesen Jobs. Du lernst unterschiedliche Leute kennen und kannst dann auch beobachten. Also gerade vielleicht bei Ikea oder auch im Fitnessstudio. Hat es dich irgendwie weitergebracht? Wo du wirklich sagst so, okay, ja, um so irgendwie Charakter zu analysieren oder so, oder gerade neue Ideen zu bekommen? Also natürlich gibt es interessante Menschen. Jeder Mensch ist interessant, aber natürlich Menschen, die herausstechen, die man beobachtet und die vielleicht einen Tick haben oder die auf eine lustige Art und Weise reden oder sehr speziell mit einem Konflikt umgehen. Das sind Sachen, die man sich unterbewusst merkt, vielleicht, aber jetzt nicht. Ich habe noch jetzt zum Beispiel noch nicht eine Rolle bewusst an einem Kunden, den ich mal vor einem Jahr hatte, angelehnt. Okay. Also das sind natürlich Impressionen und man freut sich, wenn man belustigt wird bei der langweiligen Arbeit, ne? Weil das Leben kann ja manchmal eben Kino sein. Wenn man an der Theke arbeitet oder wenn man im Restaurant arbeitet und wenn man, keine Ahnung, Menschen beobachtet, wie sie miteinander kommunizieren. Und natürlich ist das auf eine Art und Weise bereichernd, aber der Hauptteil bei Nebenjobs war Geld verdienen. Ja, ist klar. Wenn dann, klar macht es unterbewusst vielleicht was mit einem, dass wenn man mal eine Rolle hat oder so, vielleicht eine Assoziation hat direkt und denkt, man kann das einbringen, man weiß nicht mehr bewusst, dass es von da ist. Ja. Ich würde das auch nicht überbewerten. Also ich glaube zum Beispiel, dass, das ist auch nur ein Eindruck, eine Meinung, Regisseure, die sich in einen Café setzen oder in die Straßenbahn oder öffentliche Parks und sich inspirieren lassen von den Menschen, haben mehr davon als ein Schauspieler, glaube ich. Ja, aber so um die Erfahrung zu machen, ich meine, viele Schauspieler gehen dann so in diese Extrem, die sagen, okay, was weiß ich mache jetzt hier Barkeeper-Kurs jetzt für 6 Monate, damit ich wirklich der Barkeeper bin oder so. Also das war ja so darauf bezogen. Also, du sagst, okay. Dass du klar, ach so, die Fähigkeiten. Ja, Impression nimmst du mit, natürlich. Den Skill, hä? Ja. Den Skill, Leute. Das stimmt. Das stimmt. Also die Arbeitsatmosphäre, was für eine Atmosphäre herrscht in einem Café, in einem Restaurant, wie reden die Kollegen miteinander, das stimmt. Ja. Auch was für ein Klima herrscht bei Ikea. Gehen die Leute da miteinander um? Das stimmt. Und das ist eigentlich das Wichtigste für mich als Schauspieler, die Selbstbeobachtung und Selbstanalyse. Wie du reagierst auf die verschiedenen Situationen. Genau. Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich damit um, wenn mir ein Kollege blöd kommt, obwohl ich nichts gemacht habe? Gehe ich in den Konflikt? Gehe ich in die Vermeidung? Und das ist sehr wichtig für die Szenenbearbeitung oder auch die Rollenbearbeitung. Denn ich habe es eben schon mal, als wir ein bisschen gequatscht haben, gesagt, umso besser ich mich verstehen kann, umso besser kann ich auch meine Rollen verstehen. Ich glaube grundsätzlich auch, dass ihr das jetzt weg vom Schauspiel, grundsätzlich für jeden Menschen, desto besser man sich kennt,
desto besser kann man sein Leben gestalten. Und im Endeffekt will ja jeder ein Leben, mit dem er zufrieden ist, am Ende, so dumm wie es sich anhört, am Ende, weil jeder wird irgendwann mal sterben und dann ist es wichtig, dass man die Zeit nutzt. Und dafür ist, glaube ich, sich kennenlernen, ist Schauspiel eine gute Sache, sich eben auch in diesen Situationen beobachten. Für alle, die jetzt nicht Schauspieler sind, das ist unglaublich hilfreich, einfach zu wissen, okay, es passiert jetzt gerade was, ich bin irrsinnig gestresst, warum? Und wie gehe ich damit um, mit dem Stress, was für Gedanken kommen hoch? Genau. Wie ist es bei dir, wenn du dich für eine Rolle vorbereitest? Das ist ja ein krasser Unterschied. Bei der Schule macht man das, man geht jede Woche hin, zeigt die Szene, arbeitet dran, man baut sie auf, man weiß, wie man sie aufbaut, man weiß, wie die andere Person spielt, man übt mit der zusammen und dann kommt ja der Bruch, dass wenn man rausgeht, alles selbst vorbereitet. Ja. Was hast du für dich da rausgefunden? Was ist für dich sehr wichtig? Wenn ich ein Drehbuch bekomme und mir die Rolle zusagt, das kommt, meine Vorbereitung kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ich hatte einmal 6 Tage Zeit für eine Rolle. Meistens ist es aber 1 Monat und jetzt in einem Fall waren es sogar 4 Monate. Mhm. Und man bekommt ja nur den Text und dann gehe ich gehe ich das Drehbuch mehrere Male durch und kreiere dann erst die Figur. Also gibt der Figur ein Leben. Ich habe ihr Name und Beziehungen und Stadt und Beruf meistens vorgegeben. Wenn das nicht ist, dann kommt das auch noch in meine Vita rein. Und dann kreiere ich das Leben. Wo kommt der her? Wie ist der aufgewachsen? Was für eine Beziehung hatte der zu seinen Eltern? Was für eine Beziehung hatte er zu sich selbst? Hatte eine Freundin? Wie ist seine sexuelle Orientierung, Religion, und kreiere diesen Menschen, diese Rolle eben. Das ist auch, finde ich, mein Hauptjob als Schauspieler. Dass du diese Person wirklich verstehst und dass du dich auch wohlfühlst als diese Person, egal was dann am Set passiert, dass du da auch improvisieren könntest. Genau. Und dann entwerfe ich die Beziehungen zu den Rollen, die im Skript sind. Chef, Freundin, Arbeitskollegin oder Kommissar, weil meistens hat man ja immer fragmentarisch eine Szene, 2 Szenen mit diesen Menschen, diesen anderen Figuren, aber man hat sich kennengelernt, man hatte Gedanken, wenn die Figur echt existieren würde, man hat vielleicht sogar, Emotionen, also meistens den Menschen gegenüber, und das entwerfe ich als nächstes, also zu allen Figuren, die im Skript vorkommen, habe ich eine Beziehung, damit ich weiß, warum ich etwas sage. Und wenn ich die Vita habe, wenn ich die Beziehungen habe, und das hat unser Schulleiter Sven mir noch an die Hand gelegt, was ich ganz wichtig finde und gut finde, was mir hilft, was ist meine Motivation für die Rolle und für das Projekt, was ist die Motivation der Rolle, wo sind wir uns ähnlich, wo sind wir uns nicht ähnlich, und wie kann ich meine Angst überwinden, in die Rolle wirklich einzutauchen? Weil vor jeder Rolle habe ich auch ein bisschen Angst. Ja. Und wenn ich diese, sage ich mal, äußerlichen Dinge habe, die mir, sage ich mal, so ein Grundgerüst geben, dann gehe ich an den Text ran. Und dann erst dieses klassische Ding, wenn man jetzt ein Ziel setzt, wie auch jeder da dann arbeitet. Irgendwie. Genau. Und wie ist das für dich, wenn du weißt ja nicht, wie die Szene, du weißt nicht immer, wie sie aufgebaut ist. Manchmal steht das schön da und man weiß, okay, man kann sich es gut vorstellen. Manchmal ist das von der Bewegung, dann, das kommt ja alles dazu. Genau. Und ich habe so das Gefühl, dass das einem sehr dann aus der Bahn werfen kann, wenn man dann an so viele Dinge denken muss an dem Tag, wo es dann losgeht. Man hat nur eine Nebenrolle, muss das dann alles machen. Wie ist es? Ist das für dich, wenn du den Charakter ausgearbeitet hast und der sitzt, dann geht das? Genau, umso besser du deine Rolle kennst, umso einfacher kannst du auch auf Unregelmäßigkeiten reagieren. Du weißt ja die Beziehung zu der Person im Skript. Ja. Du weißt ja, wer du bist, wo du aufgewachsen bist. Du weißt auch, was du in der Situation dann fühlst oder denkst. Bei der Textbearbeitung kommt ja Ziel und Actions, kommen ja auch Gedanken dazu, Subtext, kommen Beats dazu, was Inner Images, was weiß ich. Ja. Das habt ihr auch alles gelernt. Alle Flugzeiten, die dazu gehören. Genau. Und dann ist eine Umstellung oder auch eine Textveränderung eigentlich kein Problem, weil du hast ja das Grundgerüst, du hast ja die Rolle. Ich finde, das wäre zum Beispiel ganz cool, wenn wir das jetzt bei uns an der Schule, ich finde die Schule richtig gut,
wenn man da sogar fast noch mehr mitgearbeitet hätte, dass man sich mal ein bisschen so vorbereitet. Ich meine, man kann das selbstständig machen, aber vielleicht tatsächlich selbstständig ist meistens so, man arbeitet mit dem Partner zusammen, dass man vielleicht tatsächlich mal mehr vielleicht so übt, dass man sagt, okay, ich bereite mich jetzt für die Szene nächste Woche nur alleine vor und mache das nur so und dann gucken wir sozusagen, entscheiden wir an einem Tag, wie wir die Szene aufbauen und dann machen wir das vielleicht. Also. Naja, so eine Rollen, also das ist zwar, finde ich zwar richtig, aber das kostet halt viel Zeit. Ja. Und ja. viel Brain Juice. Und da man halt in der Schule, wie viele Fächer hatten wir? 10, 12 Fächer hat und dann in den anderen Fächern auch nochmal was machen muss, glaube ich, hat das, glaube ich, nicht die gleiche. Ja, genau, dann ist es schwer umsetzbar. So. Genau. Das ist, ja. Ja, was halt, sag ich mal, beim Schauspiel später noch anders ist als in der Schauspielschule, ist, dass du ans Set kommst und eine Leseprobe hast, eventuell, aber dann direkt in die Stellprobe kommst. Ja. Und den Text einmal mit dem anderen Schauspieler und die Stellprobe, die Position einmal durchgehst und dann wird gespielt. Ja. Das genau. Und dann wird unter anderem manchmal sogar der erste Take gesendet. Und das ist einfach scary. Du hast die Person kennengelernt. Meistens ist es sogar so, dass deine schwierigste Szene am ersten Tag drankommt. Ja. Alter. Ja? Boah. Und nachdem du den Text bearbeitet hast, ist es wichtig für mich, dass ich nochmal die Szene in allen möglichen Varianten mit meinem Aufnahmegerät durchgespielt habe. Ja. Ich nehme immer die Stimme, die Sätze der anderen Personen auf, lasse Pausen für meinen Text und spiele dann mit meinem Aufnahmegerät. Ja. Und jede Szene kann aber je nach Grundstimmung ja ganz anders gespielt werden und ganz anders ausgehen, als deine erste Variante zum Beispiel, als du es gelesen hast. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man alle Varianten einmal durchgespielt hat, die einem einfallen, dass wenn der Regisseur sagt, ich wünsche mir eine andere Stimmung, ich wünsche mir das so und so, dass man das schon mal gemacht hat. Genau, durch das gibt dir auch eine Sicherheit dann. Ja. Genau. Einfach ein Vertrauen, weil man weiß ein bisschen, wie es geht. Wenn du sofort irgendwas apparat hast oder so, genau. Dann denkst du so, I want to work with him because he's fast. So. Genau. And time is money, I'm set. Also, leider ist es halt so. Absolut. Und dann da kommt dann auch irgendwann manchmal Druck. Jetzt habe ich nur eine Frage. Wie da du dann natürlich auch selbstständig bist und jetzt auch keinen Nebenjob mehr hast und wenn du dich dann vorbereitest, wie sieht dann so dein Arbeitsalltag aus? Setzt du dich dann so, keine Ahnung, von 9 bis 16, 17 Uhr hin und sagst, okay, jetzt mache ich das? Oder ist es dann eher so frei gestaltet, also deine Vorbereitungszeit, deine Textzeit, deine... Wie sieht das denn so aus bei dir? Meistens, und das ist ja das Schöne am Freiberuflichsein, ist freigestaltet. Ja. Und dann kann ich mir auch meine Hobbytermine oder das Sport machen, dahin legen, wann es gerade passt. Meistens ist es so, ich stehe um 7.30 Uhr auf, trinke dann noch einen Kaffee, dann lese ich noch was und versuche eigentlich die schwierigste Aufgabe als erstes zu machen am Tag. Ja, ist gut. Und das, was am meisten Kraft und Energie kostet. Und wenn ich eine Rolle habe und mich vorbereite, dann bereite ich mich aber in mehreren Phasen am Tag vor. Also ich mache manchmal vielleicht eine Stunde am Morgen oder eine halbe Stunde oder anderthalb. Dann habe ich keinen Bock mehr und bin auch ausgelaugt. Dann gehe ich mit dem Hund raus, dann esse ich was. Dann mache ich vielleicht nochmal eine halbe Stunde. Und abends hat man aber auch manchmal noch das Gefühl, ich habe heute noch nicht genug geschafft. Ja, ich will noch was machen, ich muss noch vorankommen. Und setze mich abends immer ein, zwei Stunden an den Schreibtisch. Oder eben gehe Text lernen. Was glaubst du, warum willst du Schauspieler werden? Was ist für dich der Antrieb? Weil es ist, wenn du das machst jetzt seit du 19 hast du das erste Mal angefangen, hast du gesagt. Du warst ja gereist anderthalb Jahre, dann in Spanien. Bist du damit in Kontakt, in Berührung gekommen, hast jemanden kennengelernt, der Schauspiel macht, hast mit dem gut connected und dann gesagt, dadurch wusstest du da, oder hast dir gedacht, vielleicht ist es was. Und dann die Ausbildung gemacht, mit 24 fertig und jetzt auch schon seit 3 Jahren dran. Das ist eine lange Zeit und das braucht viel Ausdauer, besonders in dem Beruf, ob es jetzt an der Schule ist. Ja. Das ist einfach sehr viel und das muss alles aus eigener Motivation kommen. Was glaubst du, was ist das bei dir? Ich glaube, meine Grundmotivation ist, Dinge zu verstehen, Menschen zu verstehen.
Und wie gesagt, durch das Schauspiel und durch die Selbstbeobachtung und Selbstanalyse kann ich mich besser verstehen. Aber durch jede Rolle und durch jeden Konflikt, den eine Rolle hat, der ja irgendwo mal passiert ist, sonst hätte der Autor nicht die Inspiration gehabt oder vielleicht in seiner Vorstellung ist das mal passiert, kann ich durch die Rollen auch Menschen besser verstehen. Ja. Und Zusammenhänge, Beziehungen. Und ich, meine Motivation ist, ich möchte Menschen verstehen. Macht dir dann auch die Arbeit tatsächlich am Skript fast mehr Spaß als die Arbeit nach am Set? Nee. Nee? Nee, also die Arbeit am Set, die hat eine Qualität und auch ein, sag ich mal, etwas Besonderes, was die Arbeit zu Hause nicht hat. Und zwar, wenn du einen Take hast, eine Szene hast mit einem Partner und du lässt dich überraschen, du lässt der Szene freien Lauf, der Rolle, du hast Gedanken, die die Rolle hat, du denkst gar nicht mehr an Ziel und Action, sondern du bist so sehr in dem Moment, dass du eben die Dinge spürst, die passieren, ja. die Stimmungen, die vielleicht die Gedanken, die der andere dir gegenüber hat, die nicht besonders gut sind. Und dieses Gefühl, in der Rolle zu leben und einfach das innere Gefühl von I nailed it, das kann dir die Probe nicht zu Hause geben. Ja. Und das ist auch nur ein Gefühl, dass, weil Regisseure oder auch Kameramänner wollen manchmal was anderes. Die wollen dann, dass du in der Situation nach da guckst oder noch einen verträumten Blick in die Richtung gibst. Dann geht es ja dann primär wahrscheinlich dann auch, oder viel ums Bild natürlich. Es geht natürlich ums Bild, ja. Aber auch, wo die Rolle in ihrem Bild hinführen wollen. Da geht es ja auch oft auseinander. Also wenn, genau. Wenn du gehst ja hin mit einer Idee als Schauspieler, hast du ja dann alles dann die Arbeit gemacht, die Work, Actors Work. Und dann kann es ja sein, dass dann der Regisseur sagt, das ist aber überhaupt nicht so das, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. So, und ich meine, erstens, hast du so eine Situation schon mal und zweitens, wie würdest du damit umgehen oder so? Oder? Das hatte ich schon einmal. Ja? Ja. Hat es dich stark aus dem Konzept gebracht? Ja, schon. Ja? Ja. Hast du dann so kurz lost? So richtig so, fuck, ja. Was mache ich jetzt? Ja, dann kann man halt so die ganze Szenenarbeit, die man gemacht hat, durchstreichen. Und dann denkst du so, wie mache ich das? Und dann muss man halt improvisieren. Dann hat auch die Vita, die man sich geschrieben hat, gar keinen Sinn mehr gemacht auf einmal. Und man fragt sich halt, wie ist der Regisseur jetzt drauf gekommen? Gut, auch egal, er will es so. Aber was hat der zu dir gesagt? Hat er gesagt, so wie du den Charakter angelegt hast, sehe ich den nicht? Oder also wie? Die Grundstimmung ist anders, die die Rolle hat. Mhm. Der ganze Antrieb der Rolle ist anders. Aber wenn ein ganz anderer Antrieb da ist und eine Grundstimmung, gehen die Puzzleteile auf einmal nicht mehr ineinander. Das heißt, und dann ist es gut, wenn man die Szenen eben in allen verschiedenen Varianten einmal durchgespielt hat, dass man schon eine Idee hat, wie diese Figur das machen würde. Ja. Hast du da dann angefangen, das auch ein bisschen zu ändern und mehr darauf einzugehen, wie du in anderen wie du die Szene anders spielst? Ist es daraus entstanden? Ja. Ja? Ja, also mit jeder Rolle lernt man dazu, egal ob Kurzfilm oder Fernsehen oder was auch immer es noch gibt, Independent und Kino. Mit jeder Rolle lernt man dazu, mit jedem Kurzfilm lernt man dazu, wie kann ich mich selbst besser vorbereiten, wie können Regisseure mit einem arbeiten, was für eine Beziehung kann man mit dem Kameramann aufbauen, damit man mit dem auch zusammenarbeitet. Jetzt wird's nicht gut in Szene. auf den Pickel. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch, wie gesagt, noch am Anfang, erst 3 Jahre dabei und ich bin immer noch wie ein Schwamm am Set und nehme einfach alles auf. Das ist ganz wichtig. Ja. Wie funktioniert was? Genau. Ich wollte gerade noch was sagen zu dem Thema, was Sie davor hatten. Vorhin waren wir beim Thema, also Motivation, was dich eintreibt, Schauspiel, Szenenarbeit oder doch lieber am Set, dieses Hochgefühl, das man am Set hat. Genau. Das kann dir die Arbeit eben nicht geben und deswegen ist auch die Arbeit am Set, sage ich mal, das i-Tüpfelchen, die Belohnung der Arbeit. Ja, genau. Eine Szene, die du spielen darfst und die funktioniert und die du lebst und fühlst, die ist die Belohnung für die ganze Vorarbeit. Die Vorarbeit, natürlich je nachdem, was für eine Rolle du hast und je nachdem, wie deine tägliche Verfassung ist,
die kann manchmal ätzend sein und auch dadurch muss man sich durchzwingen. Ich meine, das ist, man ist nicht den ganzen Tag happy als Schauspieler, weil man das machen das darf, was man will. Das wäre ja auch scheiße als Schauspieler. So. Das wär schrecklich. Die Rollen sind sehr limitiert. Dann. Das will halt keiner sehen. So. Aber die Arbeit am Set ist das i-Tüpfelchen für die ganze Vorarbeit. Und man, umso besser man sich vorbereitet, umso eher hat man dieses Gefühl von yes, I did it. Ja. Und das hat man auch nur für sich selber. Weil im besten Fall hat das Gegenüber auch, wenn er auch seine Vorarbeit gemacht hat. Im besten Fall vielleicht merkt auch der Regisseur oder die Regisseurin das. Aber meistens hat man das Gefühl für sich selber. Und das ist so ein kleines inneres Abfeiern. Ja. Einfach. Wie gehst du dann mit der Situation um, wenn du jetzt wie in der Vorarbeit und du sagst, wenn es ätzend ist, wenn du keinen Bock hast? Weil das ist ja auch dann nochmal was anderes. Und ich sage jetzt mal, du hast an der Schule, hast du von durch unseren Schulleiter auch so ein bisschen einen sehr guten, disziplinierten Ruf. Und wie machst du das, wenn du mal keinen Bock hast? Wie gehst du mit dem inneren Schweinehund sozusagen dann um? Einfach diszipliniert sagen, machen, ich mache jeden Tag ein bisschen was? Oder hast du dann, okay, ich setze mir dann irgendwie eine zusätzliche Motivation oder was? Oder skippst du auch manchmal einfach Tage, wo du sagst, nee, fuck it, ich bleib heute im Bett? Ich skipp immer Sonntag. Ja, das kann man machen. Sonntag mache ich, glaube ich, zu 90% arbeite ich nicht am Schauspiel, in der Karriere. Und ich habe jetzt über die letzten anderthalb Jahre so entwickelt, dass wenn man keinen Bock hat, am Schauspiel zu arbeiten oder am Skript, habe ich versucht herauszufinden, woher das kommt, woher die schlechte Laune gegenüber dem Projekt kommt, woher die eigene schlechte Laune kommt, warum habe ich jetzt keinen Bock, warum sträube ich mich so. Und wenn ich dann auf eine Suche gehe und auf so eine Selbstanalyse wieder, woher kommt das eigentlich? Und dann versuche, das Problem, dem Problem Raum zu geben, dem Problem, sage ich mal, Gedankenzeit oder sogar eine Aussprache zu geben, bearbeite ich es mit somit, es wird ein bisschen kleiner und ich habe wieder mehr Bock aufs Acting. Ja. Denn das, was ich sehr schwer finde, ist, wenn man einen schlechten Tag hat, schlechte Laune hat, irgendwas ist passiert, sich kreativ mit dem Text auseinanderzusetzen oder mit der Rolle auseinanderzusetzen. Und die Gedanken auch woanders sind. Genau, das finde ich sehr schwer, weil man weiß gerade nicht, was mit einem selber abgeht, aber man soll dann herausfinden, was die Rolle in der und der Situation denkt, finde ich sehr schwer. Also gehe ich dann dem Grundproblem erst, sage ich mal, das spüre ich auf, versuche es zu lösen ansatzweise oder ihm erstmal Raum zu geben, indem ich es ausspreche, indem ich einen Anruf mache oder indem ich die good old Stuhlentspannung mache. Make a tone now, Juri, make a tone now. Und dann bin ich wieder freier und offener dem Projekt gegenüber. Machst du regelmäßig, also hast du irgendwie da so ein bisschen routinemäßig, dass du sagst, du machst in der Woche mindestens einmal eine Stuhlentspannung? Oder was machst du für dich als Schauspieler, um diese Skills halt, auch wenn du gerade nicht ein Projekt hast, halt, dass die scharf bleiben sozusagen? Genau. Nee, mach das eigentlich einmal die Woche. Ja? Entweder Stuhlentspannung oder Fourth Wall oder Move Your Feelings, weil man erlebt so viel als Mensch, gar nicht als Schauspieler, sondern als Mensch, zwischenmenschlich, in der Öffentlichkeit, mit Freunden, mit Familie, was unverarbeitet ist und was die Probleme bekommen, sehr wenig Raum im Alltag oftmals, dass ich dann einmal die Woche diesen Konflikten und Problemen oder was auch immer es kann ja auch Freude sein, es kann ja auch einfach etwas Unbearbeitetes sein, Raum gebe. Genau. Ja. Und dadurch bin ich offener für das, was genau. Du hast passiert. Halt auch nicht mehr so viel in dir, was du irgendwie zurückhältst und bist nicht so verkrampft und du löst dadurch halt auch ein bisschen diese Dinge. Also du lässt den Stress ein bisschen los. Absolut, absolut. Wie für die Leute, die jetzt nichts mit Schauspiel am Hut haben und keine Ahnung haben, was ist eine Stuhlentspannung, was ist Move Your Feelings, wie würdest du das erklären? Genau, das ist meine Erklärung. Ich glaube, das ist nicht die offizielle Erklärung vom Vater der Stuhlentspannung. Die Stuhlentspannung funktioniert so, dass man erstmal ankommt bei sich im Raum, in seinen Körper reinspürt und die Gedanken oder den Fokus, den inneren Fokus auf den Körper richtet.
dann spürt, wo man im Körper Verspannungen hat. Meistens sind es bei mir die Schultern, der obere Rücken oder aber auch der untere Rücken. Ja, jeder hat ja so seine Stellen, Nacken, genau. Ich weiß ich was. Genau. Und dass man dann mit Augen zu, noch wichtig, langsam anfängt, die Stelle, die eben eine Verspannung ist, zu massieren. Meistens ist es so, wenn man, glaube ich, gut verbunden ist zu sich und seinen eigenen Emotionen, dass das Massieren Emotionen freisetzt, die hier drin gespeichert sind, in der Verspannung. Mhm. Meistens kommen ja Verspannungen durch Stress. Durch was kommt Stress? Durch, keine Ahnung, emotionalen Druck, durch Druck, den man sich selber macht. Woher kommt der Druck, den man sich selber macht? Kommt der aus, ich bekomme keine Anerkennung, wenn ich nicht gut genug bin, oder ich bin nicht gut genug? Selbstmanipulation. Ja. Das sind ja sehr viele Fragen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Genau, ja. Sehr viele Schichten, die es gibt. Meistens ist es halt so, dass die Emotionen, die aufgestauten durch Stress, dann freigelassen werden, und die lässt man dann durch ein lautes A oder O frei, oder man fängt einfach sofort an zu weinen oder eben zu schreien. Das ist dann, sag ich mal, eine Mischung aus Move Your Feelings, Stuhlentspannung und noch einer anderen Übung. Was ich mache, ich setze mir nicht eine Übung und halte mich dann strikt an die Regeln, sondern es ist eigentlich meistens eine Mischung. Ja. Du musst ja auch schauen, was für dich funktioniert halt. Ne? Genau. Ja, und diese Übungen, die verknüpfen, die lassen, oh mein Deutsch. Alles gut. Okay. Die verknüpfen mich selbst sehr gut mit mir selber. Ja. Das ist so. Ja, war der richtig, der Satz? Ich weiß nicht, ob es korrektes Deutsch ist, aber ich habe es verstanden. Ja, von dem her ist das richtig. Wir sind hier nicht im Germanistikstudium. Das ist der Soluna TikTok. Okay, bisschen verrückt, darf es sein. Ja, es muss. Wie lange machst du das denn meistens? Immer eine Stunde, immer eine halbe Stunde? Genau. Meistens, weil es halt verschiedene Übungen sind und weil viel hochkommt, was ich dann durch die Fourth Wall oder diesen Stuhl, der gegenüber sitzt, halt rauslasse, sind so Stunde, anderthalb. Was war Fourth Wall nochmal? Wie fühle ich mich gerade? Oder Fourth Wall ist, glaube ich, wenn man sich eine Person gegenübersetzt. Ja. Achso, also eine Substitution. Genau, eine Imaginative, und dann eben das sagt, was man fühlt, was man denkt, über die Person in der Beziehung. Und so können halt, versteht man sich selber, und man kommt oftmals mehr zu innerem Frieden gegenüber der Person, wenn man alle Sachen einmal gesagt hat. Ja. Was natürlich heißt, nicht, wenn es einen Konflikt gibt mit einer Person, ist es wichtig, dass man das auch der Person sagt und nicht für sich selbst immer klärt und der Konflikt bleibt in der Luft. Aber wenn man natürlich eine Situation hat, wo man zum Beispiel auf eine Eifersucht oder sonst irgendwie ein Gefühl hat, was mehr mit einem selbst zu tun hat, ist es, glaube ich, auch, tut es manchmal sehr gut, einfach diese Dinge, ob es jetzt Aufschreiben ist, bei mir ist meistens eher das Aufschreiben, das gut funktioniert, weil ich dann einfach, es fließt dann einfach und im Endeffekt, dass man die Übung geht ja darum, dass man nicht zu viel drüber nachdenkt dann auch. Genau, absolut, genau, absolut, dass man Fluss lässt, dass man sich währenddessen auch nicht selber analysiert oder zensiert. Ich komme mir blöd vor, was mache ich eigentlich, was für ein Schlappschwanz bin ich, No filter, so. Genau, ja. Absolut. Bist halt nur mit dir und deinen Gefühlen dann so alleine und dann siehst du mal, was ist eigentlich so? Ey, wir sind jetzt auch schon bei fast einer Stunde. Ah, okay. Du musst ja nachher los, viel beschäftigt. Hä? Haben wir dich so knapp noch reinbekommen für so einen TikTok? So, Manuel hat noch was Kleines, glaube ich, vorbereitet. Ach so, ja. Juri, dass du dich natürlich auch hier in unseren wunderschönen Podcast erinnerst, haben wir überlegt, beziehungsweise habe ich mir überlegt, was können wir dir geben oder so ein kleines Andenken geben? Und damit du immer was von uns bei dir rumträgst, haben wir hier Nippelpiercings machen lassen. Nein, Spaß. Haben wir ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Du kannst mal sehr rumtragen. Nice. Und passend zur Zeit. Ja, sehr genau. Was wir bitte nicht vergessen dürfen. Ich kann es kurz diese Packung zeigen. Mario hat sich so unglaublich viel Mühe gemacht. Das ist hier drunter. Ich weiß nicht, sieht man es auf der Kamera? Das war bewusst, dass man weiß, dass es von mir für Juri ist.
Das ist Manu auf der Box. Es war ein Werbegeschenk eigentlich für Manu. Da drin. Nein, ich weiß nee, das tatsächlich nicht. Also okay. Das ist schon. Wenn wir hier keine Werbung machen, ich glaube, da würden sie ihren Ruf eher schaden. Das wäre wirklich plus machen. Vielen Dank, liebe Leute. Ja, bitteschön. Lass uns gerne die Box mitnehmen. Kannst du es weiterschenken? Kannst du noch einen Namen drüber schreiben? So, ja! Immer mit so Kunstinstallation so. Da sieht man, durch welche Hände es alles gegangen ist. Das wäre schon toll. Das wäre nicht so gut mit der Maske. Durch Nein, das ist wahrscheinlich nicht so viel Vorteil. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, bitte. Danke, dass du Talks. Ich fand es sehr interessant, ich fand es cool, über was wir geredet haben. War sehr viel Zeug drin, über was ich nochmal nachdenken werde. Ja, voll. Also wir schauen uns das ja auch mal an. Vegan nächste Woche für 4 Wochen. Auf das freue ich mich auch. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Ich erinnere dich dran. Ja. Vielleicht mache ich auch mal sowas. Einfach nur, damit ich den Druck stelle. Vielleicht vegan. Willkommen, vegan. Fuck it. Ja. 4 Wochen? Für 4 Wochen. Am nächsten Monat. Fuck it, okay. Cool. Danke, Juri. Du hast halt schon was bewegt. Ja, das ist das Wichtigste. Nicht nur ein Fahrrad. Auch. Das versucht man ja sowieso als Mensch oder als Schauspieler. Ja. Geht schnell rum, die Zeit. Aber ist so. Wir werden jetzt die Kameras noch ein bisschen laufen lassen. Wir sind jetzt vom Ton her fertig. Dann kann Freddy nämlich das noch ein bisschen drüber laufen lassen. Und genau. Ja. Das sieht dann cool aus. Ne? Ja, das war geil. Ich fand es auch richtig nicht eine entspannte Folge, weil ich noch nicht so viel geredet habe. Ich habe heute viel zugehört und viel. Ist mir auch aufgefallen. Ja. Das finde ich aber auch gut. Mega gut. Das war so eine ganz andere Erfahrung, weil es mal so krass interessant, dass du dich so stark mit dem Veganismus zum Beispiel auseinandersetzt oder was für einen Stellenwert das Schauspiel hat, wo ich mir denke, so, ach krass, es ist wirklich dein Leben, Jobleben, weißt du? Ich meine, wir machen ja momentan auch noch viel, viel andere Sachen nebenher, und dann ist es so, okay, ja, hat sie 100%, was wenn er auch immer sagt, so Schauspiel muss ja 80% mindestens in deinem Leben haben. Mhm. Also immer so Fragen, die dann auch, 80%. Ja, man ist, also, es ist halt wirklich die Frage, wenn man Schauspiel